Jetzt brauchen wir dann den Service vor dieser Node. Das heißt, wir brauchen jetzt das eigentliche Servlet. Erzeugen hier also eine neue Klasse. Die soll dann jetzt nicht mehr in Entity liegen, denn das ist jetzt ja keine fachliche Entität, sondern das ist der eigentliche Service. Und da können wir jetzt hier ein Nodes-Servlet erstellen. Meine Empfehlung wäre, weil dieses Servlet ja auf diesem Pfad Nodes, also Plural, lauschen wird, das Servlet dann auch Nodes, also auch im Plural zu nennen. Und dieses Servlet, das muss dann jetzt eben diese Liste von Notizen halten. Superclass können wir auch gleich auf das HTTP-Servlet gehen. Das kennen Sie ja schon, das bringt er auch gleich hier wieder, weil wir das für das einfache Servlet ja schon verwendet haben. Auch hier wieder natürlich brauchen wir keine Main-Methode, denn wir werden ja innerhalb des Application-Containers laufen und der ruft unsere Do-Irgendwas-Methoden ohnehin automatisch auf. So, jetzt beschwert er sich hier gleich, dass das Servlet nicht serialisierbar ist. Das lassen wir uns gleich wieder rausgenerieren. Diese eindeutige UID. Kommentar dazu können wir allerdings sparen. Hier können wir auch gleich wieder die Web-Servlet-Annotation einfügen. Da wissen Sie noch, die hatte einen Description-Parameter, der ist jetzt eher kosmetisch. Und was uns mehr interessiert, sind dann diese URL Patterns. Und da schreiben wir jetzt rein eine Version, wie Sie aus der Vorlesung ja noch wissen, dass man versuchen soll, da eine Version zu nehmen und dann Node Servlet. Was jetzt relevant ist, wenn wir hier hinter dem Slash einen Stern angeben, dann können wir die gesamte Verwaltung aller Pfade, die darunter liegen, übernehmen. Und das heißt, insbesondere gelingt es uns dann auch, dass wir einzelne Notizen, die eine bestimmte ID haben, direkt unter diesem Unterpfad zugreifbar machen. Also dass die Node mit der ID 1 nachher auch unter V1 NodeServlet/1 direkt einzeln abrufbar ist. Kann ich also jetzt meine Klasse so gestalten, dass wenn ich nur das Verzeichnis NodeServlet angebe, ich, wie das auch in dem Studierendenbeispiel auf den Folien war, dass ich dann alle Notizen bekomme, während wenn ich ein einzelnes drunter angebe, also eine konkrete ID angebe, ich dann genau die eine bekomme. Und dafür müssen Sie den Pfad in dieser Form als URL Pattern angeben. So, dieses NodeServlet jetzt, das wird mehrere Methoden haben. Die erste, wir können wieder starten, wie das bei dem Hallo Welt Beispiel auch war, mit einem DoGet. Das können wir auch, wie gesagt, der Schönheit wegen wieder mit dem Override garnieren. Dann stellt er auch sicher, dass wir wirklich genau das getroffen haben, was die Oberklasse bietet. Jetzt müssen wir doch noch ein bisschen weiter schreiben. Da haben wir das Request. Das sind ja die Standardparameter. Und hier drin können wir jetzt die eigentliche Arbeit leisten. Jetzt müssen wir die auch noch importieren, die Response hier. So, daran können wir jetzt die eigentliche Arbeit leisten, das DoGet. Das DoGet soll Notizen holen. Jetzt, um diese Notizen holen zu können, ist auch klar, brauchen wir erstmal irgendein Memberfeld, wo wir diese Notizen halten. Also brauchen wir eine Private Map. Wir nehmen hier eine Map, weil wir ja davon ausgehen, dass man
oft auch anhand der ID zugreifen wird und also dieses Unterverzeichnis nutzen wird. Und die mappt jetzt dann die Integer, also die ID, auf die Node. Map Integer Node M Nodes. Das nennen wir also nach unserer Konvention wieder passend. Jetzt müssen wir hier die Node aus unserem Entity Package importieren. Die hat er jetzt noch nicht gefunden. Importieren wir erst die Map. Java util map. Und jetzt müssten wir auch die Node importieren können. Und unsere eigene. Gut. Jetzt haben wir diese Map. Jetzt kommt natürlich raus, dass wir diese Map auch noch initialisieren müssen werden. Das heißt, wir brauchen hier einen Konstruktor. Und da drin erzeugen wir dann tatsächlich die Hashmaps. Sie wissen ja, dass sie normal immer gegen das Interface arbeiten. Das heißt, sie werden oben nur die Map deklarieren und unten werden sie dann die konkrete Implementierung verwenden. Integer String ist natürlich nicht korrekt. Wir brauchen hier eine Node. Die Node besteht ja also ihrerseits aus mehreren Strings. So, wir können jetzt mit dem Do-Get losfahren. Wenn wir hierher gehen, sicherheitshalber, und noch den Superkonstruktor aufrufen. Also gehen wir jetzt her und implementieren das Do-Get. Dafür brauchen wir unser Request. Wir müssen betrachten, an dem Request, ob wir hier ein Unterverzeichnis mitgegeben bekommen haben. Das kriegen wir über getPathInfo. Die PathInfo liefert genau, ob wir hier weiteres bekommen haben. Ja, also any extra path information, die an der URL noch dranhängt, sprich, das wäre genau dieser Teil, der aus dem Stern kommt. Achtung, diese PathInfo, die fängt trotzdem immer mit dem Slash an, also die fängt ab dem Ende von diesem Node-Servlet an, weil sie sagen, sie lauschen dort auf alles, inklusive der Verzeichnisinformationen. Das heißt, wir müssen hier prüfen, erstmal, wenn diese Info gleich null ist, dann wissen wir, dass wir keinen extra Part haben. Und dann können wir hier alle zurückgeben. In dem anderen Falle hätten wir hier möglicherweise eine ID. Dann müssen wir nur einen zurückgeben. Also im einen Fall alle Notizen, im anderen Fall nur eine. Ein klassisches Top-Down-Programming. Wir versuchen das jetzt so aufzubrechen. Wir brauchen für die Antwort noch einiges. Da setzen wir wieder den Content-Type und leider ist es tatsächlich so, dass ohne weitere Libraries Sie hier einen String angeben müssen, wie wir das ja schon in unserem ersten Hello World-Beispiel gemacht haben. Wir bleiben jetzt also hier bei Application JSON, nachdem wir schon den Aufwand investiert haben, unserer fachlichen Entität die passende DoString-Methode zu geben. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich diesen String angeben. Wir werden später Frameworks kennenlernen, wie Sie da dann darüber eine vernünftige JSON-Content-Type-Definition auch direkt über eine Konstante bekommen. Wir brauchen wieder einen Print-Writer, um unser Output zu schreiben. Den holen wir uns von der Response wieder
Und ja, da kann eine Exception fliegen. Die werfen wir hier einfach raus, um den Code übersichtlicher zu halten. Wir gehen davon aus, dass das Reinschreiben in die Response normalerweise funktioniert und ich möchte das Beispiel jetzt auch nicht noch weiter unnötig aufblähen. So, wir müssen also diese Path-Info auseinandernehmen, wenn sie null wäre. Ansonsten, wenn sie nicht null wäre, dann geben wir eh alle zurück. Und das heißt, wir müssen einfach jetzt hier müssen wir den Writer anweisen, frei nach JSON eine öffnende Klammer zu schreiben. Und jetzt müssen wir die Schleife durchgehen. Wir können aber schon mal fürs Ende für den Output-Writer anweisen, auch wieder eine schließende Klammer zu schreiben. Dann wissen wir, dass wir zumindest was den Rahmen angeht, sauber sind um das Array herum, um diese einzelnen Instanzen aus der Map herum. Das heißt, jetzt brauchen wir hier die For-Each-Schleife. Das geht nicht. Wir müssen uns hier den jeweiligen rausnehmen aus dem Keyset. Und jetzt können wir jeweils die Notiz rausholen. Das heißt, wir nehmen die Notes get und diese müssen wir jetzt noch mit toString versehen und das Ganze müssen wir in den Output-Writer hineinstecken. Das wäre also ja die String-Repräsentation unserer Note und die stecken wir jetzt in das Println. Damit haben wir alle Nodes hier hintereinander weg ausgegeben, so wie es das ToString vorsieht. Und wenn wir eine spezifische Notiz ausgeben wollen, dann sieht das Ganze ein bisschen komplizierter aus, weil wir ja prüfen müssen, ob dieser zusätzliche Pfad, also diese Path-Info, tatsächlich ein Integer ist. Das heißt, wir gehen jetzt her, greifen uns diese Path-Info. Ich hatte gesagt, die beginnt mit einem Slash, das heißt, wir müssen über Substring 1 diesen führenden Slash abtrennen. Und jetzt müssten wir versuchen, das zu wandeln in ein Integer. Das wissen Sie, dass das mit Integer.valueOf geht. Das ist übliches Wissen aus Programmieren 1 oder 2, eher 1, also vom Anfang. Sie können das so wandeln. Jetzt ist natürlich hier das Problem, dass das eventuell gar kein Integer ist. Das heißt, wir müssen jetzt das Ganze noch kapseln in ein Try-Catch. Und müssen diese Format Exception fangen und in dem Fall würden wir dann etwas anderes ausgeben. Dann können wir nämlich dem Nutzer mitteilen, dass wir hier gar keine
gar keine saubere ID bekommen haben. Das können wir uns jetzt gleich angucken. Also wenn wir jetzt hier an diese Stelle wirklich kommen, ohne Number Format Exception, dann wissen wir jetzt, wir haben eine ID. Und das heißt, jetzt können wir ganz gezielt diese eine Node ausgeben mit dieser ID, wenn es die denn gibt. Das heißt, wir können jetzt prüfen, Nodes Contains Key, haben wir denn das tatsächlich drin, unsere VNode ID. Das wäre der eine Fall. Und im anderen Falle müssten wir ihm mitteilen, dass wir die Node so nicht gefunden haben. Sparen wir auch hier wieder die Zeile. Ist eigentlich gleichgültig, aber vielleicht am Ende des Tages kürzer. So, wir müssen also jetzt in dem Fall, dass wir es gefunden haben, diese Node in den Output hineinschreiben. Das heißt ganz einfach den VOutputWriter bemühen. Jetzt können wir das aus den M-Nodes einfach rausholen. Und auf dem müssen wir wieder diese ToString-Methode bemühen, um unser JSON auszugeben. Dann hat alles funktioniert. Im anderen Falle müssten wir hier diesem Output-Writer sagen, dass wir das Ganze nicht gefunden haben. Normalerweise untermauern Sie das mit einem passenden Status. Da haben wir den Statuscode. Jetzt können wir hier sagen, wenn wir einfach die Servlet Response fragen, hier gibt es genau das, was ich für den Media Type vermisst habe. Hier gibt es diese Auflistung und da können wir hier das ganz bequem auswählen. Das heißt, wir haben natürlich diesen klassischen 404 not found. Müssen wir jetzt einmal gucken. Not found. Da haben wir ihn. Wir können also diese Ressource nicht finden, die hier angefragt ist. Ich habe jetzt hier in den Output Writer noch mehr reingeschrieben. Normalerweise dürfte das auch schon so reichen. Das heißt, Sie sollten alle Status, die hier von Success abweichen, hier oben haben wir ja erstmal die beiden Erfolgsfälle betrachtet, sollten Sie auch passend setzen. Wenn hier eine Number Format Exception wirklich fliegt, das heißt, man gibt hier irgendeinen Pfad an, der gar nicht passt, da könnten Sie dann auch nochmal anders antworten. Da könnten Sie den Status setzen. So müssen wir aus der Response nehmen. Da könnten Sie den Status setzen Bad Request. Eine solchen Request können wir gar nicht beantworten. Ich schreibe jetzt mal der Klarheit halber noch hier hin. So, ein ungültiges ID-Format. Und jetzt dürfen wir alles abgedeckt haben. Also entweder bekommen wir hier eine Angabe dahinter, die eine einzelne ID sein könnte, oder wir bekommen keine. In dem einen Fall listen wir, in dem anderen Fall brauchen wir dann den einzelnen Datensatz, den wir hoffentlich kriegen. Jetzt können wir als nächstes dazu übergehen, die DoGet abzuwandeln etwas und können das Put implementieren. Das geht jetzt wahrscheinlich am einfachsten. Dazu normalerweise kopieren Sie keinen Code, aber in dem Fall bietet es sich an, weil vieles gleich ist, denn beim Put werden wir nur die eine Veränderung haben, dass wir statt etwas rauszuholen hier eine neue anlegen müssen und diese Parameter bekommen.
Also gehe ich jetzt her und kopiere meine Get. Ich kopiere das Put jetzt davor, weil das in unserer Systematik CRUD, Create, Read, Update, Delete, ja das Create wäre, während wir hier mit dem Get erstmal das Read implementiert haben. Da gibt es jetzt natürlich Ärger, weil das jetzt doppelt ist, aber wenn wir das hier von DoGet auf DoPut umformen, dann sind wir schon fertig. Jetzt als Response wünschen wir uns natürlich wieder denselben Content-Teil. Wir brauchen auch diesen Writer wieder. Und jetzt müssen wir diese Path-Info auswerten. Und natürlich wollen wir in dem Fall jetzt nur arbeiten, wenn einer keine konkrete ID angibt. Konkrete IDs anzugeben, das wäre gerade ein Bad Request. Denn die ID soll ja die Node in sich vergeben, sonst könnten sie auch gar nicht abfangen, dass jemand hier ihnen wild irgendwelche Nodes überschreibt, auch über einen Put-Befehl. So, alle Notizen brauchen wir schon mal ohnehin nicht. Das heißt, hier oben der bei Bad Request, da schreiben wir jetzt noch einen Kommentar rein, dass die ID selber generiert wird. Also sie können nicht mit Put einfach eine vergeben. Das wäre hier unzulässig. Ist ja genau falsch rum. Bei Put wollen wir gerade keine ID haben. Das heißt, wir müssen hier, das war jetzt voreilig, wir müssen hier bei dem unteren Block, da müssen wir das Bad Request drin lassen. Das heißt, wir brauchen auch keine Number Format Exception mehr oder ähnliches, denn wir werden es ja gar nicht parsen. So, und jetzt brauchen wir hier oben nicht mehr alle Notizen, sondern wir wollen eine neue Notiz anlegen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt eine neue Node. Und der Node müssen wir jetzt diese Angaben aus dem Request geben. Und die können Sie einfach mit getParameter rausholen. getParameter. Und unser Konstruktor war jetzt so gebaut, dass er als erstes den Autor erwartet. Dann den Titel. Und dann den Content. Damit hätten wir diese neue Node und jetzt müssen wir diese neue Node in unsere Hashmap hineinstopfen und der Schlüssel dafür, na, der Schlüssel dafür ist gerade diese V-Node getID, die neu auto vergebene ID und darunter soll dann diese V-Node zu finden sein. So kennt die Node also auch ihre eigene ID, auch wenn es jetzt hier erstmal etwas redundant aussehen mag. Und jetzt müssen wir, nachdem wir diese Node erfolgreich geschrieben haben, müssen wir die Node am besten auch noch zurückliefern. Das heißt, wir schreiben uns in unseren V-Output-Writer, schreiben wir jetzt rein, diese V-Node und brauchen dort wieder den To-String. Success ist wie gesagt der automatische Status, das heißt, da brauchen wir nichts tun. Er wird dann Success liefern und wird diese Node in ihrem JSON-Format wieder ausgeben. Damit wäre unser Put erfolgreich absolviert. Jetzt brauchen wir das Post, das eigentliche Update. Und für das Post können wir wieder unser Get heranziehen. Also Sie sehen, es ist durchaus praktisch mit Get zu beginnen. Wir kopieren jetzt also wieder das Get. Post wäre nach unserer Logik das dritte hier, also das Update. Auch da werden wir wieder diese Response Content Type gleich lassen, brauchen auch wieder einen Output Writer. Jetzt bei Post, da erwarten wir natürlich eine ID. Das ist der Teil, wo jetzt ohne ID es ein Invalid Request ist.
Das wäre also ein Invalid Request, aber Sie haben hier keine ID mitgegeben. Hier fehlt gleich die ID ganz. Das kann nicht gehen, wenn wir updaten wollen. Wir brauchen dafür eine ID und jetzt hier versuchen wir natürlich genauso zu zerlegen. Und natürlich auch wieder, wenn die ID nicht passt, ist es ein ungültiges Format. Wenn wir die ID nicht finden können, dann geben wir auch das aus. Und jetzt hier, wo tatsächlich wir die ID finden, da müssen wir jetzt hier das Update einbauen. Für das Update können wir uns jetzt fast an dem Put bedienen. Wir machen nur hier keine New Node, sondern wir übergeben das Ganze an die existierende Node, an diesen Update-Teil, den wir extra gebaut haben, um Nodes bequem updaten zu können. Das heißt, wir gehen jetzt hier hinein. Also es gibt diese ID. Da können wir auch das Ergebnis dann stehen lassen. Und wir müssen uns diese Node hier rausholen. Und jetzt sagen wir hier auf dieser Node das Update. Die Werte dafür hatten wir schon runterkopiert. Wir führen also hier ein Update durch. Und jetzt können wir hier diese Node als Erfolgsmeldung sozusagen auch noch zurückgeben. Das heißt, derjenige bekommt gleich die abgedatete Notiz zu sehen, die gefunden wurde. Zum Schluss fehlt uns jetzt noch das Delete. Bei dem Delete können wir im Grunde jetzt das Post einfach übernehmen. Denn es ist klar, Delete ganz ohne löscht alles. Das lassen wir normalerweise nicht zu. Wir wollen immer nur ein Delete auf einer ID zulassen. Man könnte natürlich hier auch ein Delete auf allen implementieren. Dann läuft er einfach alle ab und löscht die alle weg. Aber das hielte ich für fehleranfällig. Das würde ich nicht freigeben normalerweise in echten produktiven Web-Services, aber mag sein, dass Sie das auch mal brauchen können. Jetzt müssen wir hier einfach hergehen, wenn dieser Key da ist, und dann brauchen wir jetzt hier nur das Remove zu machen und da werden wir dann auch keinen Rückgabewert mehr schreiben können. Remove und das Remove removed eben diesen Key vNode. ID. So, und damit wäre der Erfolg gegeben. Wir können nachher natürlich, theoretisch können wir hier die entfernte Node noch rausholen. Wir lassen jetzt hier, in dem Fall, es wäre vielleicht sogar guter Stil, diese Node noch zu deleten selber, direkt durch Aufruf von Delete. Wir machen das nicht, überlassen den Job der Garbage Collection, die das dann automatisch abräumen wird. Und wir geben hier dann also auch nichts mehr zurück, denn die Node sollte ja ohnehin gelöscht werden. Damit haben wir unseren Webservice soweit erstmal fertig, der alle vier Operationen unterstützt, unser Servlet, und können dann dazu schreiten, dieses Servlet testen zu wollen. Um es zu testen, müssen wir es wiederum deployen. Das wissen Sie schon, da können wir jetzt hier einfach ein Debug As, wir können auch Run As nehmen, Debug as debug on server. Ja, der Server lief hier bei mir noch von unserem Hello World Servlet. Da können wir den einfach neu starten und der Server läuft. Damit ist der Weg frei zum Testen und zum Testen wird jetzt der Eclipse Browser wieder nicht zurechtkommen, weil der Eclipse Browser die JSON sowieso nicht ausgeben kann. Obendrein pastet Eclipse jetzt hier blind diesen Pfad mit dem Stern rein, der als ungültige Anforderung gilt. Wenn wir das Ganze jetzt ohne Stern pasten, dann sehen Sie auch, dass er das JSON hier nur zum Download anbietet, dass er damit nicht zurechtkommt. Deswegen schalten wir dann um. Wir könnten das Ganze wieder mit dem Webbrowser machen. Der Firefox bietet uns daher eine rudimentäre Anzeige.
Das Problem, was wir dort haben, ist natürlich, dass der Webbrowser erstmal nur diese GET-Requests kann, zumindest bei dem, was sie direkt eingeben können, weil sie dafür nur einen URL brauchen, während sie ja gleich auch erstmal überhaupt Datensätze erzeugen müssen, damit dieser Test vernünftig funktionieren kann. Und deswegen empfehle ich da die Verwendung weiterer Test-Tools. Dann haben Sie eine komfortablere Eingabe.